Warum ist hier so ein Labor? Warum stecken die alle unter einer Decke? Anscheinend. Hier könnte, schaut so aus, als könnte man hochspringen, aber es geht leider nicht. Aber trotzdem, selbst unser Kumpel. Wie heißt er nochmal? Billy? Nein. Doch, Billy. Weiß nicht, was hier abgeht. Ich denke, was ich da gerade frage. Ich habe diese Pause gemacht. Ich kann es doch immer nicht glauben, hey. Die Etonier waren immer so eine gute Organisation und jetzt alles, was ich glaube, war all das in dieser Zeit. War es nicht der Grund, dass du gesagt hast, dass du nicht zurückkehren sollst? Dass du dich zu uns gehörst? Wer redet da? Verlaine? Wer? Verlaine? Du bist defiled? Defiled? Er ist defiled. Du hast Ethos verlassen und hast die Kompanie mit Drax und mit keinen Glauben aufgezogen. Und du hast die Sicht verloren, was es heißt, zu defiled zu sein. Was defiled heißt? Das fand ich doch kein Wörterbuch. Oder? Moment. Defiled. D. Nope. Find ich nicht. Hust. Ich hab schon immer gewusst. Wem nicht? Du hast nur gelebt für deinen Glauben. Du hättest nicht zu uns kommen sollen. Oder du hättest einfach uns werden können. Aber fürchte dich nicht, Billy. Ich werde dich säubern. Du lebst in mir. Du wirst eins mit mir im Tod. Was? Du! Vater, wie kannst du das tun? Was meinst du, Junge? Es war eine Stunbulle. Ich habe ihn nicht umgebracht, ich habe ihn nur hingelegt. Ja, du hättest das wissen müssen, mit dem Ton das gemacht hat eigentlich, ne? Das hättest du eigentlich wissen. Nebenbei, diese Mörderer sind nicht von Ethos. Das dachten wir schon. Schaut! Dieses Symbol. Ja, das ist richtig. Es sind Agenten von Solaris. Ja, das wusste ich jetzt auch schon. Beziehungsweise diese Vermutung hatte ich, nachdem wir beim Computer da über Solaris gelesen haben. Vielleicht eine, naja, Assassination? Assassination? Eine Ermordung unter Stone's Commander. Stone? Der Stone. Stone. Der Stone. Das klingt irgendwie cool. Ich habe mit denen geredet, über diese Ethos-Mitglieder. Und habe mich herbehalten. Aber es war leider zu spät. Alle Etonier sind getötet worden. Außer diejenigen, die auf einer Rettungsmission waren. Überlebensmission. Du. Was? Du Clay. Du meinst, Verlaine und seine Männer sind alle. Solche. Ermordungstruppen für den Bischof? Wie kannst du dir sagen? Das ist doch Blasphemie! Das ist richtig. Wir sind Diener des Bischofs. Unsere Mission ist es, dass Gerechtigkeit über die Hand zu fallen, über allen Priester und alle Sinne, alle
Repent zu machen. Victim Repent. Ja, so ähnlich. Ist das wahr, Verlaine? Aber warum die Leute vom Ethos? Warum? Sie verdienen es zu sterben. Sie haben es erlaubt, Gierde und Respektlosigkeit über die Aufgaben und über Ethos zu machen, um eine Weltbeherrschung zu haben, ja? Sie wollten die Welt beherrschen, du verstehst es nicht, darum hast du es gemacht, ja? Sie haben ihren eigenen Tod verschuldet, als sie da dieses Ziel angenommen haben. Das ist nicht alles. Ja, Fana zu retten. Es ist so, als würde ich arbeiten ohne Wenn und Aber. Aber die kleinen Jungen und Mädchen, die hier waren, verdienen es. Sie verdienen es nicht anders. Auch die Bischöfe, ja? Immer dieses Selbst. Nicht selbstlos, das andere. Diese egoistischen Leute. Das ist nicht das, was der Priester will, ja? Das passt überhaupt nicht dazu. Diejenigen, die nicht zu Gott sprechen. Das ist es. Warum wir diese Purification hier abziehen? Man könnte es auch sagen, Verbrennung. Er hat das alles getan, weil sie nicht an einen Gott glauben? Also das mit der Weltbeherrschung, das verstehe ich ja noch. Aber das mit dem Gott ist ein bisschen... ja, das kommt mir bekannt vor. Real Life und so. Sie müssen wieder sterben. Sie müssen ihre Sinne wieder herkriegen. Das sind die Befehle des Bischofs. Selbst wenn das richtig wäre, wir haben kein Recht, die anderen zu ermorden, deswegen. Das Urteil liegt noch immer in Gottes Hand. Das ist es, was ich dachte. Ist das nicht so? Gott? Wenn es so, wenn es neu existieren würde, ja, dann vielleicht. Das ist mal ein Satz. Du hättest es wissen sollen bei den Etonian. Ja? Es ist eine Organisation, die von den Solaris erschaffen wurde. Sehr lange her. Schon sehr lange. Um diese ignoranten Menschen zu kontrollieren. Und seine Doktrine sind dazu da, um die Massen zu kontrollieren, ja? Der Ethos hat zwei Seiten. Den Glauben und die Technologie. Tja. Wie es aussieht, haben sie das Ziel manipuliert. Und haben Leute umgebracht für das Ziel. Und die Manipulation ignoriert haben. Tja. Die sind noch immer in den Kriegen reingeflogen. Jedenfalls die Kampfdaten für Menschen und Waffen. Ist so wie Kriege. Wir haben Solaris selbst hineingezogen. Und wir haben analysiert, wir sollen ihnen helfen, um die ganze Erde zu beherrschen. Diese Intentionen sind für den Krieg verantwortlich. Und das ist ein Psycho... Was? Psychological Discord. Spricht man das so aus? Kann es sein, dass es das psychologische... Nichtverständnis heißt? Psychological. Aber glauben in Gott. Überleben. Was soll das schon bedeuten? Es ist alles ein gut durchgedachtes System. Aber die Wahl der Manager war sehr schlecht. Oder glaubst du,
dass sie ihren eigenen Glauben auf Gott, auf irgendjemanden eine Antwort erhalten vom ganz großen Gott. Ja, glaubst du, dass sie das machen? Kannst du das nicht sehen? Dass es die Menschen zerteilt für jemanden, der niemals existiert hat von Beginn an? Der hat mal eine Ansage drauf. Und du hast es noch immer nicht verstanden. Aber du warst derjenige. Passing Judgment on Sinus as much as we were. Der das Urteil gesprochen hatte, ja? Ich habe ein Urteil verpasst? Ja. Jeden Tag hast du deine Hände schmutzig gemacht mit deinen Komplizen. Hey, versuchst du meinen ultimativen Verlaine wegzunehmen? Go! Verlaine! Halt durch! Pille! Wer sind die Leute? Oh! Verlaine! Ein gut für nichts Chatterbox. Chatterbox ist gut. Hat kein Recht zu leben. Bishop, warum Verlaine? Warum zum Teufels Namen hast du das gemacht? Ich bin der Inquisitor und zur Erde gesandt von den Solaris. Der Inquisitor? Ich hasse dieses Wort. Der Status von Bischof wurde mir gegeben, um Aktivitäten auf dieser Erde zu machen. Der Ethos wurde erschaffen als eine Solaris-Suborganisation. Es wird immer crazier hier. Und wir haben die Erlaubnis und auch den Befehl, diese Erdbewohner zu managen. Aber all über diese Jahre hat Ethos angefangen, seine eigene Doktrine für sich selber zu machen, ja? Es ist fortgeschritten. Für die ignoranten Massen haben einen Gott erschaffen, an dem sie glauben können. Dann sind die Ethonia so weit gegangen, dass die Geschichte verloren ging von ihrem eigenen Erschaffer Solaris. Sie wollten sich von ihnen trennen. So hatte Solaris keine Chance, außer sie zu eliminieren. Sie alle, die hier herrschten und die Waffflagge für eine Rebellion gehisst hatten. Die einen, die Vorarbeiter waren, die Elementatoren, waren die Ethonier. Die Eliminatoren, so. Ethon, die Atonas. Die Organisation, die ich hab richten lassen, ja, die Ethos, hatte zwei Gründe. Zwei Aufteilungen. Auf der Oberfläche hat sie das Grund Vipers, oder auch genannt Welst, auf die Erde zu rampanieren. Aber das ist nicht der einzige Grund. Hinter den Szenen waren wir alle Männer. Ausgewählt, so wie Verlaine. Also dafür, dass du Verlaine als eine Chatterbox bezeichnet hast, redest du auch nicht gerade wenig, mein Freund. Sie waren die Verantwortlichen, die aufgepasst haben. Und die Elimination und Korruption von den Leuten in Ethos aufgetaucht. Du hattest keine Chance, das zu lernen. Seit du Ethos verlassen hast, so früh. Oder wie auch gesagt, ich hab's dir nie gesagt, ha! Da war nie eine andere Rolle. Ich wollte dich einfach gehen lassen. Eine andere Rolle? Billy, das sind viele Dinge in dieser Welt, die du lieber nicht wissen solltest. Selbst Lügen und Deceptionen können zur Wahrheit führen für diese Erde.
Denn bei die Wahre zu wissen, ist nicht die Natur für solche Dinge. Oder wie dieses System arbeitet. Tja, das solltest du nicht wissen. In Fakt, der Gott und der Glaube wurden erschaffen von Ethos. Wo die Wahrheit selbst liegt? Tja, wo ist sie nicht? Sag mir, welche andere Rolle hast du mir zugeglaubt? Was hat Verlaine gemeint mit Urteil? Du willst es also wirklich wissen? Du kannst ja nicht mal die richtige Wahrheit ertragen. Billy, wenn du dieses Gewicht tragen willst, dann will ich es dir sagen. Na, dann fangen wir an. Bin neugierig. Du glaubst, du wolltest für diese wandelnden Seelen. Was? You believe that you were saving. Also, du würdest wandelnde Seelen retten, nicht? Darum wurdest du auch als Cleansing of the Reapers Wells von der Erde gemacht, ne? Also, du wolltest die Reapers von der Erde wegschaffen, also alle umbringen, richtig? Tja, der Fakt ist auf jeden Fall. Es war alles ein anderes Kontrollsystem, das von den Solaris gemacht wurde. Aber was mehr wichtig ist, deine Rettungsarbeit, die sehr aktiv war, du so gut geklaut hast, war in Wirklichkeit. Oh, du redest so viel Nonsens, mein Freund. Vater! Du hast dich mit dem was nicht verändert. Nicht Stein? Stein? Naja, Spitzname Stone heißt der Art Stein. Das ist ein Name von mir, den ich schon lange nicht mehr gehört habe. Hey, das ist Stone einfach auf Deutsch. Diesen Namen zu hören, bringt da alles zurück. All diese Wunden dieses Körpers. Ihr wisst, was ich meine, Jessia. Ey! Dein Gehirn arbeitet doch immer richtig, ne? Antworte mir. Warum? Ach, was? Why do you have such a roundabout? Warum redest du hier so viel und was meinst du mit solchen Dingen? Tja, es tat nicht aus, hier für einen Atem zu verschwenden. Das ist ein... Die Texte hier werden immer verrückter. Darum mag ich das Spiel. Ha! Auch wenn meine Übersetzung spontan ohne Ende ist gerade. Nebenbei, mein Rückkehr ins Leben. Natürlich, das Eklut. Das beeindruckt auch aufpassen, über den Tod zu organisieren, ja? Ich kann ja nur deinen Körper bringen und ihn hier und jetzt umbringen. Ha, das wäre ja nicht mal eine Handarbeit. Aber ich kann das jetzt nicht tun. Ich habe woanders zu tun. Diese Aufgabe kommt später. Über irgendetwas anderes. Ich könnte es mit dir machen. Aber ich habe kurz keine Zeit, um diesen zu verschwenden, ja. Ha, ich werde dich so leicht gehen lassen, Stein. Ha, ha. Tja. Ich kann nicht solche insignifizanten Werkzeuge wie dich ernst nehmen. Bis zum nächsten Mal. Und als kleines Geschenk. Ich werde euch ein bisschen beschäftigen. Bischof Stone! Tja, dann, wenn ich mich entschuldigen würde. Oh, und Billy, wenn du über etwas diskutieren willst, dann komm mir später vorbei. Ich werde auf dich warten. Der Bischof Stone! Der arbeitet auch für die? Warum gerade der? Tja, die Assassinen, wie sind wieder los? Also heißt das, Kämpfen!
Dafür sollte man vielleicht auch. Donks, danks. Schön was. So, du machst mal kurz Ether und heilst alle. Ich sehe schon, Rico und Bart brauchen auf jeden Fall mal eine Heilung. Brrr. Danke sehr. Danke, danke. So, zuerst mal dich weg. Bams! Noch Schlag? Bams! Noch Schlag? Gut. Der hat doch ein bisschen mehr ausgehalten, wie ich noch dachte. Weil Bart kann die ganzen Gegner nicht one-hitten, also mit einem Schlag töten. Beziehungsweise mit einer Combo. Die halten ja so die 300 aus und der macht nur 260 Schaden. Leider. Ich könnte jetzt vielleicht schauen, ob ich es irgendwie erhöhen kann, aber mach ich vielleicht mal später. So, und du bist tot! Diese Schrotgun ist so geil. Ja, nervt nicht. Ah ja! Weg mit dir! Die Alpha Solaris arbeiten! War das Etonia ursprünglich von den Solaris gebaut wurde? Und sie dann nicht mehr für sie arbeiten wollten? Kann ich verstehen. Ich will auch nicht für Solaris arbeiten, wenn sie so verrückt sind. Stein! Du gehst nirgendwo hin! Ich schau mich da mal ein bisschen um. Also, das war der Kommuteraum. Stimmt. Ich glaube, hier war irgendwo noch was. Aber, mein Stein! Der Bischof Stein! Zu Rede, da muss ich das wissen. Aber was war eigentlich auch mit Bill in seiner zweiten Aufgabe? Es hat irgendwas mit Urteil zu tun. Also, soweit ich weiß, ist Billy kein Richter. Soweit ich das mitgekriegt habe. Naja, er soll der Richter für die verlorenen Seelen sein, oder so irgendwie. Bams! Schon sehr komisch. Und ein Siegelgezüder! Ich finde diesen Angriff so geil. Den will ich auch können. Und den hier bitte angreifen, die machen mehr Schaden. Ja, dieser Assassine, also die mit diesen Patscher-Händchen, machen auf Dauer mehr Schaden als diese Magier-Verschnitt hier. Boing, zack. Na? Ich meine, dass du die wenigstens mit einem Schlag umbringst, Red Point. Bad. Und BAMS! Läuft doch! Level up und ich bin Level 40! Yay! Ich sollte bei Zeiten vielleicht mal das Team ändern. Nein, ich gehe halt Glücksstatus. Achso, das kann ich nur beim Speicherpunkt machen. Oh, ist nicht so toll. Naja. Muss ich wieder irgendwo bei Zeiten einfinden. Ich habe verpasst. Es sieht so aus, als wäre Stein da. Was ist denn das für ein Gerät? Ich habe nie ein Gear gesehen, das so riesig wäre. Das Solaris mobile Gear. Alcangel. Ein mobiles Gear? Was zum Teufel ist das? Es ist vielleicht sehr groß. Es ist sehr langsam manövrierig. Also sollten unsere Gears das hinkriegen. Aber seine Feuerpower, seine Angriffspower ist phänomenal. Gegen ein großes Ziel wie unser Schiff. Blam! Und es ist alles vorbei. Weiter, das heißt... Der Captain und die Großin in Gefahr. Die wissen nix für das. Ich glaube, die Yggdrasil kann es mit diesem Key aufnehmen. Lass uns schnell rausgehen. Und der Thermsflotte helfen. Wie soll die Yggdrasil gegen so ein riesiges Key antreten?
Ich hab die Ethos-Flotte auf Schirm. Die Times am Radar, Sir. Sir! Entschuldigung. Sie sind auf der See südlich von hier. Wenn wir dorthin mit voller Geschwindigkeit hinreichen, erreichen wir sie in einer Stunde. Okay. Setzt die Segel, wo wir keine Segel haben. Aye, aye, Sir! Erster Rad? Der Radar, Sir. Was ist damit? Der Radar hat ein riesiges, enormes Objekt gesichtet. Es ist über, genau über der Flotte. Bitte sag mir nicht, dass Stone schon dort ist. Nein, nein, es ist ein bisschen größer als das. Ich meine, es ist ungefähr 2000 mal... 2000 Schals groß, was? 2000 Schals, ja? 2000. Das ist gigantisch! Was in der... Was zum Himmel passiert hier? Mal? Was könnte so groß sein? Da ist die Flotte. Was zur Hölle? Was ist das? Ein fliegender Haushaltsroboter? Ein bisschen großer fliegender Haushaltsroboter. Den Sound kenne ich doch vorher. Ah, die zwei Labertaschen wieder. All das war gebraucht, um die Aufgabe zu erfüllen. Jetzt spüre ich Gierde. Eine selbstlose Kreaturen. Ich frage nach seiner Bestimmung, nach seinem Glauben. Wir haben keine... Naja, wir haben keinen Zwecks für diese Organisation, diese Fanatikern. Wir werden sie suchen nach ihrem Willen. Es ist ihre Natur. Aber zu viel ist auch nicht zu viel, ne? Irgendwas muss geschehen. Eine Reprimand? Reprimand? Hier kommen Wörter vor, die lernt man nicht mal in der Schule. Ist nötig. Vielleicht eine Wiedererkennung? Hm? Sie sind eine expandantiere Gruppe. Da ist nichts, was wir jetzt tun könnten. Zur Zeit. Erda ist nicht mehr über ihre erweiterte Existenz. Sie haben jetzt schon das gemacht, was getan werden muss. Wir sind im Prozess, über das zu machen, mit jedem Areal, was dafür verantwortlich ist. Stein ist in charge. Um alles zu machen mit Akuvi. Stimmt, von Akuvi habe ich schon lange nichts mehr gehört. Behalte das ist im Gedächtnis. Das brauchen sie für eine Solution. Passende Solution. Sollten wir darauf nicht aufpassen? Nee. Mehr wichtiger, Grelian. Grelian ist exorbitant. Es ist eine molekulare Maschine. Dieses Ding da unten? Warum platziert er so viel Wichtigkeit darauf? Menschen und Maschinen, es ist alles dasselbe für uns. Ja, wir sind alles gleiche. Wir verstehen sie nicht. Wer sind die vier? Ja, das sind vier, Leute. Nicht zwei, das sind vier. Zwei davon haben alle beiden Augen offen. Bei den anderen zwei ist das linke Auge immer zu. Muss man mal drauf aufpassen.
normale Kanone, 20 bis wieder geladen ist. Engineering ist bereit für eine Demonstration. Das Hauptschiff, militärische Einheiten sind auf Standby. Aufräumung ist bei 80%. Unser Ziel ist klar. Grelian. Das sind sehr viele Schiffe, die nicht vaporisiert wurden. Was sollen wir tun? Was sollen wir tun? Grelian? Wer ist Grelian? Lemma 03, 05 und 11 sind geschädigt. Bringt die nicht beschädigten. Und den Rest, tja, eliminiert den Müll. Wenn uns das Testsubjekt Wels für Wiedervereinigung und Eliminierung. Jawohl, Sir. Wir haben den Markerplatz von Stein gefunden. Von 130 Research auf den Abschlussseiten. Es ist der südöstliche Peak. Die Schocktruppen kommen rein. Von Zeboim. Ich verstehe. Das Ding ist, wir haben gesucht seit 500 Jahren. Das wird interessant. Wir lassen Wels frei. 500 Jahre sind eine lange Zeit, mein Freund. Was ist das, ey? Habt ihr dieses große Fischbowl gesehen? Fischglas? Ja, Fischglas. was wollt ihr, Captain? Was fragt ihr mich? Wo sind die anderen Überlebenden der Flotte? Wurden sie alle weggeschleudert mit diesem einen Schuss? Ist das, was der Ethos für uns versprochen hat? Ich hoffe nicht, Sir. Warum sollten sie uns angreifen? Wir sind nur gekommen, um ein bisschen zu helfen. Ja. Captain! Wels Reapers! Reapers! Sie kommen von diesem Fischbowl raus! Sie kommen alle raus! Was? Warum? Das ist gar nicht passiert, Hilfe! Hans, ruhig! Bringt die Gears online! Lade die große Kanone! Captain? Okay! Wir werden hier ein bisschen assistieren und über die Überlebende von den anderen Schiffen aufnehmen. Wenn das alles möglich ist, sollten wir versuchen, zurückzuweichen. Rückzug, ja? Und was immer wollt, schießt diese Wels ab mit unseren zwei Kanonen. Lasst sie nicht auf die Tanz, ja? Hans, schau mal. Übernimm du das Steuer, ich kann nicht mehr ein. Ja, diesen Fischbowl zeigen, aber was wir so drauf haben. Die Männer da sehen, ja? Ja, Sir. Wenigstens können sie sich auch ein bisschen verteidigen. Aber gegen so ein großes Ding. Und da sind die Reapers. Ein bisschen viele. Hilfe! Ah, gegen so einen haben wir schon mal gekämpft. Er ist immer größer geworden. Ich habe ein Rettungssignal geortet, Sir. Es sieht so aus, als würde die Towns bei Reapers attackiert werden. Also ist das hier das Verbrennen von Solaris, über das Stone geredet hat. Hey, sieh da an! Lass uns beeilen!
Oder die Towns wird zerstört von den Reapern. Tja, jetzt kann ich über drei Gruppen wieder auswählen. Und hey, Pai kann ich auch mitnehmen, aber ich nehme lieber Ellie mit. Die soll das auf Level 38. Ja, das dürfte passen. Das wird ein schöner Besuch werden mit denen.